Schriftführern. Hier ist die Vorlage Nummer 199 aus 2020 beigefügt. Der Rat bedarf eben eines Protokolls und seitens der Verwaltung werden vorgeschlagen Herr Jürgen Mecking und als seine stellvertretende Schriftführerin Frau Gerlinde Fisser. Ja, zunächst mal gibt es weitere Vorschläge. Wer sich dem Vorschlag so anschließen kann, den darf ich ums Handzeichen bitten. Ich mache mal die Gegenprobe. Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenthaltung? Das ist erkennbar nicht der Fall, dann wäre das so einstimmig beschlossen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir kämen dann zu Tagesordnungspunkt 2, Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters der Stadt Bocholt. Ich darf zu diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz an den, darf ich das so sagen, Alterspräsidenten des Rates, Herrn Hübers, also den ältesten Vertreter, den die Bürgerinnen und Bürger gewählt haben, übergeben, damit er die entsprechende Amtseinführung des Bürgermeisters vornimmt. Hübers, Sie haben den Vorsitz. Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass Sie mir dieses Antrag getragen haben. Mikro. Wie Sie schon festgestellt haben, in der Tagesordnung Punkt 2 steht geschrieben, ich will das nochmal wiederholen, Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters der Stadt Bocholt. Für diesen Zweck darf ich Sie bitten, sich alle zu erheben. Vor und die sollten Sie und möchten Sie bitte danach wiederholen, Herr Bürgermeister. Gleichzeitig sollten Sie dabei die rechte Hand erheben. Ich trage den Text vor. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Dann müssen wir nochmal da die Urkunde unterschreiben. Und passen Sie gut auf Bocholt auf. Das ist ja glücklicherweise kein Video. Brauchen Sie noch ein Foto? Ja.
Herzlich willkommen hier im Oberkirchenlandhaus im Bundeshaus. Ich darf mich bei allen Wählerinnen und Wählern in Bocholt bedanken und vielleicht auch ganz kurz an Sie hier im Rat, in der Stadtverordnetenversammlung, aber im Besonderen auch allgemein nochmal an die Bocholterinnen und Bocholter das Wort richten. Bedanken darf ich mich natürlich im Besonderen auch bei meiner Familie und darüber hinaus natürlich auch bei den Personen, die einen in den letzten anderthalb Jahren getragen haben und ja auch dafür gesorgt haben, dass ich heute an dieser Stelle stehe. Ich bin das gerade im Vorgespräch von einigen Medienvertretern schon gefragt worden, wie war der Start ins Amt? Ganz so zusammenfassend sehr schön. Der Übergang von einem Bürgermeisteramt ins andere hätte einem so nicht besser und nicht schonender gelingen können, als dass es eben so war, dass am Samstagabend Schlacht 12 Uhr die Amtszeit in Gescher endete und am 1.11. hier in Bocholt startete. Und den ersten Tag nochmal so zu haben, das für sich persönlich auch klar zu bekommen, etwas ohne Termin, ohne Stress, sondern wo man einfach den Schalter umlegen kann, das war sehr schön. Die Aufnahme, das darf ich hier an die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung auch im Besonderen nochmal dann sagen, am Montag, den 2.11., war herzlich und ja, einfach sehr gut. Dafür bin ich sehr dankbar. Und heute sind wir nun bei der offiziellen Einführung. Dabei geht es natürlich nicht nur um mich, sondern dabei geht es um uns als Gremium, als die Vertretung der Stadt Bocholt. Und ich darf, ich habe es gerade schon getan, allen 48 von Ihnen nochmal sehr herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren. Und auch wenn das nicht immer so ist, dass man mit der Zeitung und schon gar nicht mit allen Kommentaren übereinstimmt, wenn man heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen hat und den Kommentar von Herrn Prinz gelesen hat, dann trifft er zu 100% meine Zustimmung. Sie alle machen das hier zum Wohle der Stadt, nicht zu Ihrem Eigeninteresse, und Sie tun damit einen wichtigen und auch bedeutenden Dienst an der Stadt Bocholt. Und auch wenn Sie sich, ich kenne das selber als ehemaliges Ratsmitglied, bisweilen in der Freizeit, in Argumentationen mit denen, mit Freunden, mit Familie, ich habe denn da schon wieder entschieden, lassen Sie sich nicht entmutigen und nehmen Sie dieses Amt, das Ihnen heute erneut angetragen wird, mit all der Leidenschaft, mit dem Herzblut, aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein wahr. Die Bocholterinnen und Bocholter haben Sie damit beauftragt, für Sie zu sprechen und auch für Sie zu entscheiden. Und ich glaube, diesen Dienst kann man in der Tat nicht hoch genug bewerten. Bei der Überschrift des entsprechenden Berichtes neben dem Kommentar habe ich schon wieder ein bisschen geschmunzelt, weil das muss man vielleicht auch dann an die Medienvertreter sagen würden, dass 11 von 48 von Ihnen gegebenenfalls konfessionslos sind, ist ein sicherlich interessantes Faktum, vielleicht aber nicht ganz so entscheidend für die Sitzung. Gleichwohl hat es mich dazu herausgefordert, hier mit einem biblischen Zitat zu starten, und zwar aus Jeremia 29, Vers 7, der sehr gut beschreibt, was eigentlich die Aufgabe eines Stadtverordneten sein sollte. Dort steht geschrieben, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl ergeht, so geht es euch auch. In diesem Sinne, mit diesem vielleicht Punkt, wie man die Arbeit und die Zusammenarbeit, die wir hier anstreben, glaube ich, ganz gut zusammenfassen kann, möchte ich Ihnen anbieten, konstruktiv zusammenzuarbeiten an dieser Stelle und auch in allen Ausschüssen und sonstigen Gremien, mit mir persönlich, aber auch im Besonderen mit meiner Mannschaft.
Ich will klar machen, auch wenn ich bekennendes Mitglied der CDU bin und durch die Unterstützung sowohl der CDU als auch im Besonderen der FDP in dieses Amt gekommen bin, verstehe ich das Amt, das mir so eben jetzt auch vollends übertragen wurde, nicht als Parteiamt. Ich will damit klar machen, dass ich mich nicht als CDU-Bürgermeister verstehe und auch nicht als Bürgermeister einzelner Fraktionen, sondern ich glaube, das, was man mir anvertraut hat, ist, Bürgermeister für alle Bockwörterinnen und Bockwörter zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei finde ich es gut, wenn wir nicht in Riten verfallen und wenn wir uns nicht als Gegenspieler verstehen. Ich habe im Vorfeld der Konstituierung dem einen oder anderen Presseartikel entnommen, dass manche Gruppe sich hier als kritische Opposition versteht. Ich möchte nochmal an die Aufgabe erinnern, die nach der Landesverfassung und auch nach dem Grundgesetz ein Stadtrat, eine Stadtverordnetenversammlung hat. Wir zusammen sind Verwaltung, Sie sind Teil der Exekutive und das Rollverständnis als Regierung und Opposition ist eigentlich eines dem Rat fernliegend. Und deswegen kann mich dieses Zitat Suche der Stadt Bestes so gelungen. Ich möchte, dass wir zusammen um das beste Ergebnis ringen. Das heißt, ich gestehe Ihnen jede Einzelmeinung zu und werde jede Einzelmeinung mir auch geduldig anhören. Aber ich nehme für mich persönlich auch heraus, dass ich mit der Verwaltungsmannschaft zusammen eben auch eine Verwaltungsmeinung bilde und diese hier eben genauso klar darstelle und auch zum Ausdruck bringe. In meiner Person ist das so, dass ich das bisweilen sehr leidenschaftlich und auch durchaus hart manchmal kommuniziere. Ich möchte aber, das will ich vorwegschieben, eine offene, faire und vielleicht nur manchmal harte Diskussion bedienen. Ein Leitspruch, den ich für mich seit langer Zeit dabei zu beherzigen versuche, ist ein kleiner lateinischer Vers, der heißt, suavit in modo, fortit in re, wenn man das mal ganz frei übersetzt, verbindlich im Ton, aber hart in der Sache. Was will ich damit sagen? Wenn wir hier ringen um Entscheidungen und suchen nach Ergebnissen, Kompromissen, dann sollten wir Argumente nennen, klar sein in der Sprache, auch bisweilen deutlich sein, aber ich glaube, wir sollten nie persönlich werden. Ich will das von meiner Stelle aus versuchen, nie persönlich zu Ihnen zu werden und würde Sie mir gegenüber, meinem Team gegenüber, aber auch vielleicht untereinander bitten, selbiges zu beherzigen. Das Schönste wäre, und das muss ich dazu sagen, dass ich bisher auch nicht anders hier vernommen habe, wenn wir am Ende von Sitzungen gemeinsam wieder den Raum verlassen, dass wir einfach wieder ganz normale Bocherterinnen und Bocherter sind, Nachbarn sind, vielleicht sogar über Fraktionsgrenzen weg Freunde sind, und dass dann Streit und Ringen, der hier geherrscht hat, hier auch geblieben ist und man einfach wieder ganz normal miteinander umgeht. Sie dürfen, und das ist Ihr gutes Recht und momentan die Aufgabe, immer die Verwaltung kritisieren. Sehen Sie mir auch danach, dass ich immer für die Verwaltung kämpfen werde, dass ich vor meinen Mitarbeitern stehe, vor meinen Mitarbeitern, und dass wenn ich die Kritik als nicht gerecht oder sachgerecht empfinde, ich Ihnen das auch sehr deutlich sagen werde. Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ich davon ausgehe, Sie suchen alle das Beste für die Stadt, nehme ich auch für die Stadtverwaltung in Anspruch. Wichtig ist, wir wollen eine offene Fehlerkultur haben, das heißt, dort, wo Sie Versäumnisse, Fehler und Ähnliches sehen, benennen Sie diese klar. Wir wollen lernen, besser werden, aber dort, wo, und da komme ich zurück auf diesen Habitus, wo Sie Kritik üben, die vielleicht nicht in der Sache angebracht ist, würde ich Sie auch darum bitten, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zu überlegen. Das waren ein paar Gedanken, die ich Ihnen gerne mitgeben wollte, die auch das Verständnis für Ihre Aufgabe, für meine Aufgabe prägen sollen. Die wollte ich Ihnen gerne an dieser Stelle, weil ich glaube, Sie sind hier richtig untergebracht, mit auf den Weg geben. Ich würde Ihnen allen eine faire
konstruktive, offene Zusammenarbeit anbieten. Ich stehe auch jederzeit für vertrauliche Gespräche zur Verfügung mit allen Fraktionen und sichere dann auch Vertraulichkeit zu. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier zum Wohle der Stadt Bocholt arbeiten.